So, Steel Toys hat mir eine Maske zukommen lassen und die ist nicht wie sonst. Und zwar fehlt da etwas, die beiden Augenlöcher. Sprich, wir haben nur ein Loch für den Mund. Ja, die Maske ist auf jeden Fall sehr flexibel. Also für viele verschiedene Kopfformen, Dicken, Größen, wie auch immer geeignet. Und ja. Ich habe es ausprobiert und ich kann sehr gut sehen. Und man konnte maximal schemenhaft dadurch irgendetwas erkennen, falls sich da irgendetwas im Raum bewegt. Da meine Angestellten etwas älter sind, konnten sie mal absolut gar nichts sehen, vor allem wenn sie nicht ihre Brille tragen. Ja, und sobald ein Sinn auch nur ausgeschaltet wird, was hier direkt aber mal drei sind, sehen, hören, riechen, werden alle anderen übrigen Sinne erstmal geschärft. Und zwar einmal das Schmecken hier. Ja, alles, was man irgendwie da reinstopfen möchte oder einfach mal loswerden will, kann man hier hinein befördern. Das könnten schöne alte stinkende Socken sein oder, tja, weiß ich nicht, was man sonst in den Biomüll wirft oder wenn man gerade mal aufs Klo muss und das so weit weg ist. Hier ist die Luke dafür. tja, da man nicht sehen kann, sind Ohrfeigen damit auch schön lustig. Das Opfer weiß ja nicht, wann sie kommen. Und ja, man hat dann nicht dieses nervige, dass sie vorher schon den Kopf irgendwie wegzucken. Nein, man kann ungehindert schön hier drauf patschen und es klatscht vor allem besser. Ich hatte andere Masken, da das ja hier so ein Wet Look ist und glatt, hatte ich schon Masken, das klatscht dann nicht so schön und ich mag halt, wenn es klatscht. Ja, das klatscht hier dran. Ja, was kann man noch damit machen? Ja. Da wird ja nicht nur der Geschmackssinn gesteigert, sondern auch das Fühlen, weil das ist ja noch vorhanden. Und was man wunderbar damit üben kann, vor allem die Fußlarven zum Beispiel. Und jeder Fußlarve sollte einfach eine Fußmassage, wenn man ihn nachts weckt, perfekt können. Das können die meisten aber nicht. Das sollte aber so sein. Ja, und da der Sklave hiermit nichts sieht, kann er damit perfekt Fußmassagen üben, weil dann lernt er erst den Fuß seiner Angebeteten richtig kennen. Jede feine Wölbung, alles. Er kann sie blind danach und das sollte er auch können. Ja, alles Mögliche, was man sonst noch so mit dem Sklaven trainieren will, ist perfekt dafür, weil wenn der Sklave sich lediglich aufs Fühlen konzentrieren muss, lernt er auch alles besser. Ja, was haben ich und mein Dummy damit gemacht? Ja, er hatte eigentlich nur eine einfache Aufgabe und zwar sollte er zur Begrüßung meine Schuhe küssen. Ist ja nicht so schwer, wenn man allerdings nichts sieht. Kann sich das ganz amüsant gestalten, vor allem wenn man ein großes Wohnzimmer hat wie ich und ich dann dastehe und er erstmal zu mir gerobbt kommen muss, vor allem wenn man vorher Hände und Füße noch zusammen macht und er sich wie so ein Dönerspieß durch die Wohnung rollt. Ja, und wenn er dann ganz knapp davor ist, angekommen zu sein, mit dem Mund am Schuh, geht man einfach wieder weg woanders hin. Ja, man kann auch sich hinter den Tisch stellen, dann muss er unten drunter durch. Vielleicht knupst er sich mal ein bisschen, wenn man es möchte. Man hat ja die volle Kontrolle, ne? Ja, das war auf jeden Fall sehr lustig. Ja, damit kann man auf jeden Fall auch trainieren, dass Sklave immer wieder zu seiner Herrin wie ein Hündchen zurückfindet.